Dann würde ich gern die erste Frage Ihnen geben, Herr Professor Weber. Und zwar, Sie kennen ja den öffentlichen Sektor und die öffentlichen Institutionen wie kein anderer, wissen aber auch, was der Privatsektor so sehr braucht oder vielleicht auch manchmal so sehr nicht braucht, nicht wahr? Was gibt es denn da im Moment für Initiativen zum Themenkomplex Nachhaltigkeit und Klimawandel, von denen Sie sagten, die sind nun wirklich nützlich und die sind vielleicht etwas weniger nützlich? Ja, vielleicht anfangen mit den Nützlichen, weil ich glaube, alles hilft. Und ich würde nicht unbedingt Initiativen in den Bereich verbannen, dass sie nicht nützlich sind. Das, was nicht nützlich ist, ist, dass es ein Phänomen gibt, was Greenwashing bezeichnet wird. Sprich, das auszuweisen als grün, was nicht wirklich grün ist. Und ich glaube, das schafft sehr viel Skepsis in der Industrie, weil man letztendlich den Nachweis führen muss, dass das, was man tut, auch kompatibel ist mit den UN-Klimazielen, mit dem Pariser Abkommen und mit vielen anderen solcher Bereiche. Und ich glaube, da hilft es, dass unter den Organisationen, um jetzt zum Positiven das zu drehen, das FSB sich dem angenommen hat über Disclosure Standards, dass wir zunehmend eben auch Integrated Accounting, was wir bei UBS schon machen, wo wir unsere Klimabilanz und unsere Klimastrategie auch veröffentlichen. Es hilft auch, dass die Notenbanken und Aufseher innerhalb eines globalen Netzwerkes, bei dem auch die Bundesbank, aber viele andere Notenbanken präsent sind, sich die Aufgabe gestellt hat, dazu beizutragen, über den offiziellen Sektor, über die Aufsicht, über die Regulierung zu einer grüneren Ökonomie zu finden. Ich glaube, dieses Global Network for Greening the Economy ist ein wichtiger Katalysator für die globale Koordination. Es ist immer erstaunlich bei solchen Netzwerken, wenn man schaut, wer Mitglied ist und wer nicht Mitglied ist. Die Bundesbank, Schweizer Notenbank ist Mitglied in diesen. Federal Reserve ist noch kein Mitglied. Bezeichnenderweise ist die Federal Reserve von San Francisco ein Teil des Systems, Kalifornien ist grüner als der Durchschnitt der USA, Beobachter auf diesem Committee. Das heißt, es gibt eine sehr deutliche, auch im öffentlichen Sektor, ein Engagement dort. Und nichtsdestotrotz ist der private Sektor enorm wichtig. Wir als UBS sind seit 5 Jahren führendes Kreditinstitut im Bereich Dow Jones Sustainability Leader for Financial Institutions. Wir haben ein ganz einfaches Mandat für unsere Leute rausgegeben vor 5 Jahren. Wir wollen auf der Nummer 1 bleiben. Das heißt, wenn Sie auf Nummer 1 sind, haben Sie vermutlich schon mehr getan als andere in Vergangenheit. Und wenn Sie auf Nummer 1 bleiben wollen, müssen Sie mehr tun als alle anderen, weil die versuchen aufzuholen. Das heißt, Sie müssen letztendlich das als Gesamtthema in der Bank begreifen. Es geht nicht darum, Nischen zu entwickeln, die sich diesem Thema verschreiben, sondern Sie brauchen eine holistische Strategie für die gesamte Bank. Das ist bei uns ein Committee, auf dem das Risikomanagement, das Business, alles zusammenziehen. Es gibt auf dem Board ein Board, Corporate Culture and Sustainability Committee, was ich selbst als Chairman führe. Wir führen alle Workflows dort zusammen und die Entscheidungen, die wir treffen, gehen genau in diese Richtung. Können wir eine UBS-Strategie für eine mehr Nachhaltigkeit auf der Ebene der Gruppe führen? Im Nebensatz vielleicht noch, ich bin auch Chairman des globalen Finanzverbandes, IIF. Sehr viele dieser globalen Finanzinstitute kommen zusammen, HSBC ist dabei, BlackRock ist dabei und führen innerhalb dieses Verbandes, aber auch mit vielen anderen Initiativen, die Wirtschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit. Und ich glaube, alle diese Aktivitäten, sowohl das, was wir als Einzelbank tun, als auch das, was wir in den Verbänden und den globalen Industrieorganisationen tun, ist wichtig, um hier voranzukommen. Und das, was nicht hilfreich ist, ist etwas vorzugeben, was nicht stattfindet. Das wäre mein Thema. Bevor wir noch zu viel auf die Einzelinstitutionen zugehen, Sie haben sehr, sehr viele Initiativen genannt. Es würde mich interessieren zu wissen, wie das ein international sehr groß aufgestelltes Haus, das ja weltweit investiert und häufig auch große, wegen der enormen Größe, große Pakete investiert, wie die BlackRock. Wie Sie dieses Spielfeld sehen von den vielen Aspekten, die Herr Professor Weber angesprochen hat. Was ist hilfreich für Sie bei BlackRock, Herr Dr. Hildemann, was weniger? Ja, vielen Dank auch für die Einladung heute. Schön, hier in Frankfurt zu sein. Ich würde sagen, das Wichtigste bei uns ist, dass 70% der Gelder, die uns anvertraut sind, weltweit, sind in der einen oder anderen Form mit Renten verbunden. Das sind letztlich Rentengelder. Das heißt, per Definition eigentlich muss unser Geschäftsmodell ein langfristiges sein. Und somit kommt dieses Thema eigentlich automatisch tritt in den Vordergrund, weil
wir hier in der langen Frist, wenn man diese Nachhaltigkeitskriterien eben nicht integriert, ein erhebliches Risiko auf sich nimmt, das nicht mehr vertretbar ist, das auch direkte Konsequenzen hat auf die langfristigen finanziellen Resultate. Und ich glaube, deswegen glaube ich, ist eben das Wichtigste, dass die alte Geschichte, dass man sogenannten Wert für Werte eintauschen muss, wenn man der Nachhaltigkeit nachgehen will als Investor, das gilt eigentlich heute nicht mehr, vor allem dann, wenn man eben ein Risiko bereinigten langfristige Optik nimmt. Und das, in unserem Fall müssen wir das, weil der größte Teil der Gelder per Definition Rentengelder sind und somit langfristig investiert sind. Was wir zusätzlich natürlich als große Herausforderung haben, Christian hat eigentlich schon darauf hingewiesen in seinem bei der Deutschen Bank, dass wir natürlich nicht nur bei den Geldern, die wir verwalten, diesen Kriterien große Wichtigkeit geben müssen, sondern auch bei uns als Firma. Das ist, wie er gesagt hat, nicht so kompliziert bei Finanzunternehmen, aber trotzdem, die Firma muss auch nachhaltig sein. Und letztlich, im Falle von BlackRock, sind wir auch der größte Aktionär der Welt. Wir besitzen im Auftrag unserer Kunden in etwa 2500 Firmen zwischen einem Anteil von 2,5 bis 10% Größenordnung. Das heißt, wir haben eigentlich diese Nachhaltigkeitsproblematik auf drei Ebenen. Als Firma, BlackRock Inc., als Investor bei unseren Produkten, die wir den Kunden anbieten, und letztlich als Aktionär, als Vertreter unserer Kunden, als Aktionär weltweit in über 2500 Firmen, wo wir dann eben auch, soweit wie das möglich ist, als Treuhänder praktisch diesen Kriterien nachgehen müssen. Es ist also eine sehr komplexe, dreidimensionierte Aufgabe, die wir hier vor uns haben. Und wie Christian Sewing gesagt hat, die Herausforderung ist enorm, wird sicher viele Jahre dauern, bis wir da hinkommen, wo wir hingehen müssen. Ich glaube aber auch, dass es für die Finanzindustrie eine riesige Chance ist. Ich bin persönlich extrem motiviert aus zwei Gründen. Erstens, wie bereits gesagt wurde, unsere Kinder werden uns nicht verzeihen, wenn wir das nicht tun. Wir sind wahrscheinlich die letzte, oder die und meine Kinder ist die letzte Generation, die noch etwas gegen den Klimawandel machen kann. Und zweitens, glaube ich, als Vertreter der Finanzwirtschaft ist es eine Chance auch für die Finanzwirtschaft, für die Finanzindustrie, sich hier auch wieder aus diesen katastrophalen letzten 10 Jahren neu zu positionieren und eben ein Katalysator zum Positiven zu werden und nicht nur für negative Schlagzeilen zu sorgen, wie wir das in den letzten 10 Jahren gemacht haben als Industrie. Ich glaube, deswegen spüren Sie auch, das hat man auch vorher sehr schön gespürt, die Motivation hier zu wirken im positiven Sinne für die Sache, für die Industrie, die ist mittlerweile sehr ausgeprägt. Also die Langfristigkeit höre ich viel zurück. Wie sieht das bei der HSBC aus? Sie sind ja auch ganz aktiv als Underwriter von grünen Finanzierungskonstruktionen. HSBC ist da anders aufgestellt. Was bräuchten Sie an Initiativen von der regulatorischen Seite? Gut, wir haben das ja schon, sagen wir mal, 2004 hat HSBC das Thema Sustainability für sich als ein Kernthema der Strategie definiert. Und es kommt vor allen Dingen eigentlich aus dem Thema des Risikomanagements. Das ist für uns jetzt kein Nischenthema, es ist für uns ein Kernbestandteil des Risikomanagements. Ich glaube, man muss diesen philosophischen Ansatz ein bisschen verstehen. Es ist kein Label, was wir irgendwo draufkleben, sondern es ist Kernbestandteil des Risikomanagements. Was heißt das? Wir haben für uns damals definiert, was sind jetzt die größten Risiken für uns als Bank, als Kreditgeber. Wir sind ja eine sehr große, global finanzierende Bank, größter Handelsfinanzierer der Welt, dass wir gesagt haben, das größte Risiko, was eine Bank zum Beispiel hat, ist in dem Fall das Transitionsrisiko auf bestimmten Sektoren. Und wir sind schon 2004 nicht nur eben hingegangen, haben Produkte gemacht, also wie zum Beispiel hier in Frankfurt immer unsere ESG-Konferenz, die wir seit 2005 jedes Jahr machen als Flagship-Event, sondern tatsächlich gesagt, was heißt das für uns? Das heißt, wir haben diese Sektoren definiert, haben Kreditrisikomanager, 80 sind das jetzt, die speziell auf den kritischen Sektoren sind, definiert. Wir haben die Mitarbeiter geschult, 4000 Relationship Manager im Firmenkundengeschäft, diese Dinge abzufragen. Und das ist natürlich eine Evolution zwischen 2004 und 2019, hat sich natürlich viel getan. Und von der
von der Absicht, etwas zu tun und der Anbindung, Sie hatten es gesagt, Herr Professor Weber, Anbindung am Chairman, Anbindung am CEO, wirklich als Kernbestandteil auch des Strategieprozesses, das ist der eine Punkt. Aber wichtiger ist dann tatsächlich dann auch noch quantitative Ziele zu setzen, nicht nur zu reden. Frau Mauder hat es so schön gesagt, ja, wir wollen auch die Taten sehen. Und so hat HSBC sich vor 2017 committed, 100 Milliarden in grüne Finanzierung bis zum Jahr 2025 zu geben. Und man kann jetzt sagen, wir sind bei 40 Milliarden derzeit, also wir sind sozusagen auf gutem Wege, das Ziel zu erreichen. Wichtig ist mir aber nur, und das ist das Verständnis von uns als Bank, es ist nicht ein Label, wir müssen die Transition der Industrie, der Wirtschaft zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft begleiten. Und das ist der Punkt, dass wir nicht sagen, die sind alle grün und die sind prima und alle anderen sind schlecht, dann machen wir einen Riesenfehler. Was bräuchten Sie dabei, Herr Thallinger? Die Allianz ist ja wiederum, wir haben eine große Diversität anders aufgestellt. Sie sind, haben natürlich auch mit der AGI einen Asset Manager, aber Sie versichern auch viele Aktivitäten, die vom Klimawandel früher oder später beeinflusst werden könnten. Was brauchen Sie, um erfolgreich in diesem Themenkomplex aktiv zu werden? Ja, es ist in der Tat so, wie Sie sagen, wir haben natürlich mit BIMCO und AGI in der Tat ziemlich große Asset Manager. Insgesamt haben Sie hier sehr viel Asset Management vertreten auf dem Panel. Aber wir sind natürlich insbesondere auch eine sehr, sehr große Versicherungsgruppe. Und was uns als Ziel sehr wichtig ist, ist, wir möchten Versicherungsprodukte anbieten, die nachhaltig sind. Was ist da der große Unterschied zu der Kapitalanlage an sich? Der Unterschied ist der, dass es eben nicht darum geht, ein Asset-Management-Produkt mit entsprechenden grünen Underlyings zu finden. Nein, wir müssen das durch die linke und rechte Seite der Bilanz bewegen. Und um das zu schaffen, brauchen wir einen Ansatz, der Nachhaltigkeit eben für alle Positionen in der Bilanz nachvollziehen lassen kann. Und das ist das, woran wir eben sehr intensiv gearbeitet haben. Wir glauben, dass wir so einen Ansatz haben. Und diesen Ansatz, den verfolgen wir jetzt sehr intensiv. Und das wird natürlich sehr lange dauern, dass wir das tatsächlich umgesteuert kriegen. Aber in dem Sinne meinen wir heute schon, Kunden eben nachhaltige Produkte versprechen zu können, weil es diese Entwicklung gibt. Kurz gesagt, eben Zielsetzung auf so etwas wie eine Netto-Null 2050. Da gibt es dann einen entsprechenden Pfad dahin mit der Bilanz. Stellt für uns Nachhaltigkeit dar und damit sind diese Produkte dann entsprechend auch nachhaltig. Vielleicht noch ein kleines Bonmot dazu. Alle Produkte, die wir in der Vergangenheit verkauft haben, werden damit plötzlich auch nachhaltig. Denn wenn Sie ein Lebensversicherungsprodukt bei uns halten und wir die Bilanz nachhaltig einstellen, dann ist natürlich damit auch dieses Lebensversicherungsprodukt, wenn es auch 1975 verkauft sein mag, auch nachhaltig geworden. Und das ist das, was wir umsetzen wollen. Und das tun wir, weil uns Nachhaltigkeit wirklich ein Anliegen ist, nicht einfach ein Thema von Corporate Responsibility. Also mit dem Marketing, das passt auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Aber wir haben ja davor, denke ich, zu Recht sehr kritische Noten auch von Herrn Sewing gehört zu dergleichen Zielen. Gleichzeitig haben Sie hier eine Diversität, wo Sie jedes Institut in der Tat eine unterschiedliche Rolle spielen kann im Finanzsystem. Aber Sie sprachen das schon an, Herr Thallinger, Sie müssen ja nicht nur von einer Seite der Bilanz mit der anderen zusammenarbeiten, sondern Sie müssen auch durch die Finanzbranche hindurch zusammenarbeiten. Hier haben wir, Sie sind mehr aktiv im Private Wealth Management, Sie mehr an der Versicherungsseite, Asset Banking und so weiter. Was brauchen Sie denn auch von einer Zentralbank wie der Deutschen Bank zum Beispiel, um so als Gesamtsektor effektiv zusammenarbeiten zu können? Vielleicht zu Ihnen erst. An der Deutschen Bundesbank. Ja, ich glaube, es ist zunächst einmal enorm wichtig, dass auch die Aufsicht eine Rolle spielt in dem Übergang zur Nachhaltigkeit. Der ganze öffentliche Sektor muss eine Rolle spielen. Sie haben es ja am Anfang gesagt. Ich sehe Herrn Diemer hier sitzen mit der Finanzagentur. Auch die Finanzagentur, wir haben kürzlich ein Gespräch gehabt, kann natürlich im Bereich grüne Anleihen sehr viele Programme finanzieren, die der Bund aufsetzt, die bewusst in diesem Bereich sind. Sie müssen nicht über eine normale Staatsanleihe Aktivitäten des Bundes zur Transformation Richtung Nachhaltigkeit finanzieren. Also der offizielle Sektor kann sehr viel tun. Ich würde sogar sagen, der offizielle Sektor geht in diesem Fall voraus. Das fing schon mit dem Pariser Klimaabkommen an, es geht über das FSB und auch Notenbanken. Wir erwarten uns von den Notenbanken und der Aufsicht nicht, dass sie uns
dort, wo es um Kapital- oder Liquiditätsstandards gibt, für grüne Produkte und für grüne Aktivitäten Nachlässe gewähren. Das ist, glaube ich, das Gegenteil der Fall. Wir haben alle eine Risikostrategie, wo wir wissen, dass hier potenzielle Exposures sich aufbauen, wenn wir nicht zur Transformation der Wirtschaft beitragen. Das heißt, es geht im positiven Sinne des Risikomanagements um das Vermeiden zukünftiger Risiken. Wenn diese Klimarisiken schlagend werden, dann werden sie als Bilanzrisiken auch in den Notenbank und in den Bankbilanzen potenziell schlagend. Und dort müssen wir uns vorbereiten, dass es dort nicht zu Verwerfungen kommt. Das Ganze geht auch über entsprechende Stresstests, die wir machen. Nicht nur beim normalen Kapital und Liquidität, sondern auch Richtung Klimarisiken. Das heißt, der offizielle Sektor kann hier eine sehr gute Katalysatorrolle spielen. Ich bin der festen Überzeugung, aufgrund der Arbeit, die wir auch im IIF tun, dass es hier wirklich ein Private-Public Partnership braucht, um in diesem Thema voranzukommen. Es allein als eine Funktion des privaten Sektors zu lassen, dann wird es auch passieren, aber es passiert in einer unterschiedlichen Tiefe, es passiert mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit und je nach Geschäftsmodell hier in unterschiedlichen Segmenten, im Versicherungsbereich, im Asset Management, in der Handelsfinanzierung oder in der Vermögensverwaltung. Ich glaube, wir brauchen hier, weil einfach uns die Zeit davonläuft, wir haben spät begonnen mit diesem Thema und deswegen müssen wir jetzt schnell handeln, um wieder vor die Kurve zu kommen. Und das braucht letztendlich eine enge Kooperation zwischen dem öffentlichen Sektor, der Bundesbank, der Aufsicht und dem privaten Sektor. Ich glaube, dann hat man hier eine Chance, realistisch was zu erreichen. Wie können wir in der Tat wieder vor die Kurve kommen? Herr Dr. Hellmann, Frau von Schmidt. Also wichtig ist, also mein Wunsch an die Regulierung wäre tatsächlich, dass wir das ganze Thema nicht nur national sehen, sondern tatsächlich wirklich international. Es geht hier um ein globales Thema, dass wir uns da abstimmen, dass wir also keine deutschen Alleingänge produzieren. Das wäre aus meiner Sicht wichtig. Und was auch wichtig für den Regulierer wäre, und das ist sehr gut, dass wir eben so einen Dialog haben, wie auch diese Konferenz, dass wir verstehen, dass es, wenn wir zum Beispiel das Thema Taxonomie jetzt gerade diskutieren. Wir reden ja über Standardsetzung, wir brauchen Transparenz. Was sind die Anforderungen nach vorne hinaus, ob wir von dem mit Stresstests rechnen müssen und ähnliche Themen, das ist ja einseitig auf der Bankenseite. Aber wir reden eben tatsächlich auch über die Transparenzschaffung auf der Unternehmensseite. Und ich mache jetzt heute mal wirklich wir haben ja hier gesagt, mal kein Real Economy sitzen. Und Deutschland ist nun mal ein Industriestandort, insofern versuche ich jetzt mal den Hut aufzuziehen, dass wir sehen, wenn wir das Thema Taxonomie und Standardsetzung angehen, dass wir es nicht machen, dass wir ein- und aussortieren und sagen, das ist gut und schlecht, sondern tatsächlich diese Transition, die Veränderungsbereitschaft definieren, messen oder versuchen zu bewerten. Das wäre sehr wichtig, dass das in die Risikomodelle einfließt und sagen wir mal, aus der Asset-Manager-Sicht kommt halt sehr schnell, dass man wirklich klar das Label haben will, dass man sagen will, ich möchte sozusagen hier sicher sein, das ist grün, Haken dran, aber wir müssen eben auch sehen, dass CO2-intensive Industrien eben eigentlich den größten Hebel haben, etwas fürs Klima zu tun, indem sie besser werden und das müssen wir incentivieren und dafür brauchen wir ganz dringend den Regulierer. Ist dem so, dass Sie gerne schwarz-weiß Antworten hätten? Ich würde so sagen, dass die Regulierung wird wichtig sein. Das ist klar. Gerade in Europa kommt ja viel jetzt auch von Brüssel her. Dann was die Notenbanken angeht und generell die Sovereign Assets. Eine Konsequenz der letzten 10 Jahre ist, dass wir heute enorme Bestände haben, die eigentlich in öffentlicher Hand sind. Das ist auch die andere Seite der ganzen Geldpolitik der letzten Jahre. Und da können natürlich die Notenbanken oder auch die Sovereign Wealth Funds können hier enorme Signalwirkung haben, indem sie auch vorausgehen. Schon die Tatsache, dass Sabine diese Konferenz hier organisiert mit so vielen Leuten, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass diese Signalwirkung jetzt auch kommt von den Notenbanken her. Ich denke aber, dass mindestens in Europa so oder so der Druck von den Kunden her enorm ist. Ich meine, wenn wir heute in Europa wirklich da mitmachen wollen, dann müssen wir Antworten haben auf diese Nachhaltigkeitsfragen. Es wurde bereits gesagt, ich glaube von Christian, dass wenn Sie anschauen, in den nächsten Jahren werden irgendwo 25 Billionen Dollar werden vererbt an die nächste Generation. Das ist der größte Vermögenstransfer der menschlichen Geschichte überhaupt. Und wir wissen, oder mindestens können wir davon ausgehen, dass die Werte, die dahinter stecken, für die nächste Generation ganz andere sein werden. Das heißt, wir können heute unser Geschäftsmodell eigentlich gar nicht mehr aufrechterhalten, wenn wir nicht von selber auf diese Bedürfnisse des privaten Sektors der Kunden eingehen. Global gesehen, leider muss ich sagen,
ist die Situation natürlich eine komplexe, nicht nur in der Nachhaltigkeit, sondern generell in der Politik, dass durch die Abkehr der USA als integrative führende Weltmacht sozusagen, natürlich hier eine riesige Herausforderung vor uns steht, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Also ich denke, wenn man wirklich Ihre Frage beantworten würde aus globaler Perspektive, ganz generell gesagt, dann wäre wahrscheinlich das Wichtigste, dass sich auch die USA wieder eingliedern würden in diesen ganzen Prozess. Ich kann Ihnen allerdings gleichzeitig sagen, dass von den Kunden her die Sache natürlich eine andere ist. Also da spüren wir auch aus den USA, von den amerikanischen Kunden, eigentlich ähnliche Bedürfnisse, wie das in Europa der Fall ist. Der Unterschied hier bei uns in Europa ist die Regulierung natürlich ein weiterer Faktor, die Signalwirkung der Notenbanken, alles geht in die gleiche Richtung. In den USA haben sie einerseits die Kundenbedürfnisse, die sich ähnlich bewegen wie hier in Europa, nicht ganz so ausgeprägt, aber grundsätzlich ähnlich. Gleichzeitig der Staat, die öffentliche Hand, die in eine komplett andere Richtung geht. Und das ist natürlich ein Problem für diese globale, sagen wir, Herausforderung. Könnten Sie noch ein klein wenig ausweiten zu den Kundenwünschen in Amerika? Denn häufig werden ja die kompletten USA über einen Kamm geschoren. Ich denke, es ist recht sinnvoll, da Ihre Perspektive zu vernehmen. Ja, das ist völlig falsch natürlich. Da gibt es sehr viele, also gerade auch vieles, was im ich habe Ihnen gesagt, 70% der Gelder bei uns sind im Rentenbereich. Also gerade viele der Staaten mit ihren öffentlichen Instanzen, die Pensionsgelder dann verwalten lassen von Asset Managers wie Allianz oder BlackRock oder anderen, die haben natürlich sehr ähnliche Bedürfnisse und auch da muss man Antworten haben, sonst hat man eigentlich heute bei einer Ausschreibung keine Chance mehr. Es gibt auch eine andere Kundschaft, die es praktisch in Europa nicht mehr gibt. Also da gibt es schon sehr große Unterschiede in Europa. Heute, wenn Sie mitmachen wollen und keine Antworten haben, keine Produkte, keine Green Bonds, keine nachhaltigen Aktienfonds, keine ETFs, die Nachhaltigkeitskriterien integriert haben, dann fahren Sie so schnell weg im Wettbewerb, dass Sie eigentlich Ihr Geschäftsmodell gefährden. Ja. Insofern, Mark Carney hat vor kurzem gesagt, dass Firmen, die diese Herausforderung nicht annehmen, in Zukunft bankrott gehen können. Diese existenzielle Bedrohung gilt natürlich auch für Asset Managers, insbesondere in Europa. Ich kann vielleicht kurz ergänzen. Also wir machen eine Studie, wo wir mal global jedes Jahr die 500 größten Emittenten oder auch die 500 größten Asset Manager befragen. Und da kann man sagen, also zum Thema Climate Change und ja, es ist bei 90% der Investoren längst angekommen, also es ist wirklich auch global angekommen. Interessanterweise ist aber Europa hier führend. Tatsächlich, worauf kann man das zurückführen? Wahrscheinlich, weil hier der Druck von Regulierung, von NGOs, von den Mitarbeitern tatsächlich wohl am größten ist, das Thema Klima ernst zu nehmen. Und wenn man sich dann anguckt, was die Investoren tatsächlich verlangen, nicht nur, dass man ein Konzept hat oder was sie bemängeln, dann sagen eben, glaube ich, 60% der Investoren sagen eben, es gibt drei Hinderungsgründe oder was sie eben schwierig finden. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Das eine ist eben die Tatsache, ja, Transparenz, Standard, was ist grün, was nennt sich nur grün, da sind wir, wo wir auf der Regulierung sind. Zweitens aber auch die mangelnde Diversifikation, die sich momentan nur ergibt, ja, wenn man grün investieren will. Und drittens dann tatsächlich das mangelnde Wissen in der Tiefe, was dann das jetzt wirklich bedeutet auf den einzelnen ESG-Komponenten. Das sind so die Komponenten, ich glaube, auf dem Wissensthema, das Education-Thema kriegen wir schon sicherlich alle selber hin, aber das Thema Transparenz und tatsächlich auch Diversifikationsmöglichkeit. Ja, und da die Anzahl der Projekte, ne, die man sozusagen. Dazu könnte man vielleicht wirklich noch sagen, das wäre auch in der Tat das, wo Regulatoren sehr stark helfen können. Es gibt ja Ansätze, wie man berichten soll. TCFD vom FSB auf Basis natürlich der Rede von Herrn Carney initiiert, ist eine sehr gute Basis, um daran zu arbeiten, wie man reportet. Und genau darauf könnten Regulatoren wirklich ansetzen und das eben immer mehr zu einer Form von Gesetzmäßigkeit, Standard entwickeln. Weil genau dann hätten wir natürlich die Basis, um auch an verschiedenen Stellen über Assets zu diskutieren und die eben auch in dieser Dimension Nachhaltigkeit zu vergleichen.
Also da liegt sicherlich ein sehr wichtiges To-Do für Regulatoren. Also wir gehen auch davon aus, dass TCFD der Marktstandard wird. Ja, das ist also ganz klar unsere Sichtweise. Und dass wir als Finanzierer dann auch immer sagen, comply or explain. Ja, also nach dem Motto, entweder man folgt dann TCFD oder wenn man es nicht tut, wenn man nicht disclosed, warum denn nicht? Ich glaube, das ist eine wichtige, nicht eine Frage, dass wir es nicht freiwillig sozusagen lassen, sondern die Erklärung. Ja, es gibt ja auch ganz viele Initiativen jetzt. Ich sagte vorher schon, Principles for Responsible Banking, dem wir uns angeschlossen haben. Ich glaube, die meisten von uns sind da drin. Es gibt diese Alliance of Global Investors for Sustainable Development. Sehr viele dieser Initiativen. Ich glaube nicht, es ist ein Entweder-Oder, sondern all diese Initiativen in verschiedenen Bereichen sind absolut willkommen. Aber ich glaube, es hilft oft, wenn man es auf ganz konkrete Beispiele mal runterbricht, wo man Erfolg haben kann, wo es relativ niedrig hängende Früchte gibt, die man ernten kann. Ich glaube, uns allen sind Weltbank und diese Millennium Development Organisationen sehr bekannt. Sehr viele von denen sind im Bereich Impact Investing unterwegs, haben das immer getan, schaffen Märkte, wo es keine Märkte gibt, bringen den privaten Sektor dort rein. Es gibt eine riesen Nachfrage auf der privaten Seite, in solche nachhaltigen Aktivitäten zu investieren. Die Institutionen traditionell finanzieren sich über Steuergelder und über Mitgliedsländer, die alle dort vertreten sind. Die Finanzierung dieser Institutionen, ob sie jetzt die Weltbank selbst nehmen, ob sie die neuen Development Organization nehmen, können sie komplett umstellen, weg von Steuerfinanzierung auf Investorenfinanzierung. Und zwar nicht nur auf institutionelle. Das ist ja zum Beispiel das IFC, Teil dieser Gruppe, macht heute schon sehr stark eine Finanzierung über den Markt. Sie können private Kunden jederzeit dazu animieren, solche Produkte zu kaufen. Ein Beispiel sind Weltbank-Bonds. Bis jetzt gab es die nur für institutionelle Investoren. Wir haben der Weltbank nahegelegt, die für private Investoren so umzuschreiben, dass auch Privatleute investieren können dort hinein. Es gibt eine riesen Nachfrage bei unseren Vermögensverwaltungskunden, in solche Produkte zu investieren. Das heißt, jeder Pfennig zählt dort, den Sie aus der Steuerfinanzierung und aus der Umlagefinanzierung wegtreiben können über Aktivitäten, die sich am Markt finanzieren können, hin, wo der Bund und die verschiedenen Länder dann ihr Geld konzentrieren können auf die Bereiche, wo eine Marktfinanzierung oder eine Kofinanzierung viel schwieriger ist. Ich glaube, man muss dieses große Bild versuchen reinzukriegen. Wo kriegen wir Sachen selbst finanziert, weil Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht? Und Christian Sewing hat es schon erwähnt, genau diese Erfahrung als größter Vermögensverwalter global hat sich das Gespräch mit den Kunden total geändert. Früher war es der Patriarch, der die Investitionsentscheidung getroffen hat. Heute sitzt die Familie und die nächste Generation mit am Tisch und die wollen genau wissen, was sind die Portfolien, die sie hier erben. Und sind auch sehr anspruchsvoll, dass hier eine Transformation jetzt passiert. Philipp sagte es gerade, diese Erben der dieser großen Vermögen sind einer der wichtigen Treiber, weil das ist die Generation, die wir oft als Millennials bezeichnen. Das sind die 30-Jährigen, die wissen zwar, dass Familie vielleicht ihr Geld gemacht hat in Bereichen, die heute in diesem grünen Bereich eher am Rand sind, aber die wollen eine Transformation, die wollen investieren in Nachhaltigkeit. Und unser Job als Finanzinstitute ist es doch, den Kunden, die das wollen, diese Reise zu ermöglichen. Und da brauchen sie ein Asset Management, um Produkte zu entwickeln, was wir alle tun. Sie brauchen eine Investmentbank, um nachhaltige Investitionsprodukte zu entwickeln und Lösungen, Finanzierungslösungen dort aufzustellen. Sie müssen es über die Gesamtbank hinweg in allen Bereichen machen, auf der Risikoseite wie auf der Produktseite, als auch auf der Kundenseite. Und das, was ich meine, Sie brauchen eigentlich eine holistische Strategie in der Bank. Und wenn Sie am Schluss in dem Kerncommittee die Diskussion haben, finanzieren wir weite Investitionen in Kohle und riskieren dadurch unser ESG-Rating oder stellen wir die Restfinanzierungen, wir haben die massiv runtergefahren, letztendlich um und machen gar nichts mehr in diesem Bereich, dann ist immer die Frage, was passiert auf diesem Energiethema? Wir reden ja hier sehr stark auch über Energiethemen. Was passiert? Und da sehe ich eigentlich zurzeit den größten Handlungsbedarf. Nehmen Sie mal Deutschland. In vielen Ländern, Deutschland ist, es gibt viele Bereiche der Energie, die grün sind. Nuklear gehört in Deutschland nicht zum grünen Bereich. Zumindest nicht in der Wahrnehmung der Bevölkerung. In Frankreich, in anderen Ländern gehört es in diesen grünen Bereich. Wenn Sie so fundamentale Unterschiede haben, über was ist nachhaltige Energie, dann wird es sehr, sehr schwer, hier eine globale Strategie zu fahren, wie Frau von Schmetter das gesagt hat. Die brauchen wir aber. Und ich glaube, da muss man beginnen. Das ist, wo die Regierungen eine Arbeit leisten können, weil
Nur die Regierungen können sich global koordinieren, um dieses Level Playing Field zu schaffen, was wir brauchen als Investoren, um dann unsere Produkte und unsere Kunden und unsere Aktivitäten dort hineinzubringen. Aber da braucht es wirklich die Regierung, da braucht es ein Public-Private Partnership. Na, ich würde Sie gerne alle noch befragen, wie wir in der Tat diese Produkte dann zum Kunden hinbringen. Denn es scheint ja so zu sein, dass Sie die Kundenwünsche sehr genau kennen. Das wird mir in diesem Gespräch deutlich. Das war auch schon in dem Gespräch mit Herrn Sewing deutlich. Sie sagten selbst, Herr Professor Weber, die öffentliche Seite prescht bis dito vielleicht noch voran zum Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel. Es wird mehr Zeit für die private Seite. Wir hören von allen Spielern, dass es noch mangelt an klimarelevanten oder an kundenrelevanten Produkten in diesem Themenbereich. Letzten Endes ist also die Frage, werden diese Kundenwünsche, die Sie scheinbar sehr wohl vernehmen, werden die umgesetzt in Strategien und von dort aus natürlich auch letzten Endes in tastbare und konkrete Produkte und Dienste? Wo stehen wir da? Was sind Ihre Einschätzungen? Was leisten Sie? Herr Tallinger. Jetzt hätte ich fast wieder angefangen mit der Antwort auf Ihre erste Frage. Da haben Sie mich aber irgendwie sehr auf Marketing hingewiesen. Trotzdem erkläre ich es nochmal ganz kurz. Wir haben, wenn wir bei einer Versicherungsbilanz die linke und die rechte Seite versuchen, nach Nachhaltigkeitskriterien zu steuern, dann ist das in unserem Sinne genau das, was wir den Kunden anbieten können, weil wir eben langfristig diese Nachhaltigkeit erreichen. Nachhaltigkeit ist insgesamt eben ein langfristiges Thema und nicht ein besonders kurzfristiges, deswegen passt das auch zusammen. Wie kommt das zu den Kunden? Na gut, zu den Kunden kommt es tatsächlich, wie auch schon hier mehrfach beschrieben, Kunden fragen das tatsächlich nach und das muss man auch wirklich anbieten. Also mindestens in den europäischen Märkten ist es ohne derartige Produkte, Produktkomponenten sehr schwierig, wirklich noch wettbewerbsfähig zu sein. Das ist ganz klar so. Und in Asien, würde ich behaupten, entwickelt sich das auch immer stärker. Also zum Beispiel in China nehmen wir das sehr, sehr stark wahr, dass es diese Nachfrage gibt. Die Produktkonstruktion als solches ist dann gar nicht so das große Problem. Vielleicht darf ich noch ganz kurz, was ist wirklich das Problem? Das wirkliche Problem ist, dass man in einem Volumen diese Form von tatsächlich nachhaltigen Assets anfangen kann darzustellen. Das ist bei so Themen wie Infrastruktur, wo kriegt man wirklich das ganze Volumen an Project Finance her? Das ist aber auch in dem ganzen Listed-Bereich, ohne eine vernünftige Form von Reporting können wir es nicht kredibel den Kunden kommunizieren. Und das ist eigentlich viel mehr im Moment für uns das Problem. Da drückt tatsächlich der Schuh. Und da kommen wir auch zusammen mit Bundesbank und anderen, weil da brauchen wir Hilfe. Wie können Sie skalieren in der Tat? Ja, also ohne kein Marketing, verspreche ich Ihnen. ich würde so sagen, als Asset Manager haben wir ja kein eigenes Geld, wir haben auch keine Bilanz. Das ganze Geld, das wir verwalten, gehört unseren Kunden. Das heißt, wiederum per Definition sind wir eigentlich in einem Paradigma der Wahl. Ja? Unsere Pflicht ist es jetzt und auch unser Interesse aus kommerzieller Sicht, dem Kunden überhaupt die Wahl zu offerieren. Im Prinzip kann man in der Frage einfach beantworten, dass wir versuchen, so weit wie möglich parallele Produkte, stellen sich das so vor, parallele Produkte zu offerieren, die eben die Nachhaltigkeit in verschiedener Form verinnerlichen und die dann, und das ist ein wichtiger Punkt, so weit wie irgendwie möglich zum gleichen Preis dem Kunden praktisch anzubieten und dann den Markt spielen lassen. Ja, dass eben diese Wahl des Kunden dann eigentlich dahin geht, wo die Nachhaltigkeit ist. Was eben wirklich der Game Changer ist, irgendwo kam das Wort ja auf, ist, dass wir heute wissen, immer mehr auch empirisch sehen, dass die Integration von diesen Nachhaltigkeitskriterien eben keinen Verlust an finanzieller Performance zur Folge hat. Und das macht natürlich das gibt enorme Anreize, wenn man die Produkte zum gleichen Preis offerieren kann, dass die Kunden dann von einer Kategorie in die andere gehen. Und das ist genau das, was wir jetzt bei uns mindestens erleben, dass da, wo wir das tun, die Wachstumsraten bei den neuen Assets in diesen nachhaltigen Produkten, die ist weit, weit höher als bei den traditionellen Produkten. Wir können ja nicht einfach Produkte schließen, wenn da Kunden drin sind, die da drin sein wollen. Aber was wir tun können, ist eben nachhaltige Alternativen zu offerieren, so weit wie möglich in einem Preiskontext, der eben diesen Wechsel dann
auch in diesem Sinne fördert. Und genau das können wir beobachten. Wir haben im letzten Jahr etwa 60 neue Produkte nur im passiven Bereich, also ETFs, lanciert und sehen, dass diese sehr viel schneller wachsen als die analogen Produkte praktisch, die eben nicht nach diesen Nachhaltigkeitskriterien gebaut sind. Um das Thema Asset Management mache ich mir von der Produktseite eigentlich am wenigsten Sorgen, wenn wir über das Thema Klima und Klimawandel sprechen. Sie sprechen es an, wir hören den Kunden zu, die Kunden fragen nach, daher kommt ein ganzer Druck auf die Industrie, die sich dahin ausrichtet. Und ja, es wird auch Produkte geben, in die Asset Manager investieren können, beispielsweise Green Bonds gibt es, jetzt mache ich auch einen Marketing-Satz, wir sind Nummer 1 in Green Bonds und Best Sustainable, also Best Bank in Sustainable Finance, Klammer auf Klammer zu, Schluss. Aber der noch größere Hebel sind die Bankbilanzen. Ja, wir finanzieren Unternehmen und wir reden hier im Asset Management sehr oft über die kapitalmarktfinanzierten Unternehmen, wir reden über die großen Issuer, die Emittenten und da kann man auch sagen, im Carbon Disclosure Projekt machen von den 4000 größten Unternehmen weltweit, machen über 50% mit. Dann nehmen Sie die 40.000 nächsten Unternehmen, also das Layer darunter, davon machen genau 100 mit. Und das ist das Problem für Deutschland. Wir haben einen deutschen Mittelstand, der war gar nicht so wahnsinnig kapitalmarktfinanziert ist. Ja, wir machen grüne Schuldscheine und Ähnliches und wir haben KfW und Förderbankenprojekte, die ja auch genutzt werden. Aber der eigentliche große Hebel und das Problem, was wir hier für uns und für Europa als Industriestandort haben, ist, glaube ich, derjenige, dass wir da gar nicht mithalten können, diese Produkte einzuliefern. Und das müssen wir erstmal möglich machen, dass wir dann sagen, was haben Sie denn zum Investieren? Ja, dass Sie fordern, und das ist alles richtig, aber ich glaube, der größere Teil ist der im Moment nicht börsennotiert ist, der nicht von den ganz großen Unternehmen ist, den wir angehen müssen, um da den eigentlichen Hebel zu haben. Sie bringen das Gespräch zurück nach Deutschland, Frau von Schmidt, und liefern mir dafür eigentlich eine hervorragende Vorlage. Und zwar würde ich das Gespräch gern zurückbringen, nicht nur nach Deutschland, sondern gar in diesen Saal zurück, meine Damen und Herren. Wir hätten Ihnen ja im Prinzip heute Morgen ein Frage- und Antwortspiel mit dem Bundesminister versprochen. Das konnte leider nicht stattfinden und so dachten wir uns, und die Herren und Damen haben sich zum Glück bereit gefunden, dass wir auch jetzt noch kurz mit Ihnen das Gespräch suchen würden. Also, nutzen Sie die Gelegenheit, würde ich sagen, und stellen Sie Fragen, die Ihnen auf der Zunge brennen, Bemerkungen, die Ihnen aufgefallen sind, die Sie vielleicht wahnsinnig sinnvoll erachten, wo Sie kritische Noten anbringen möchten, Themen, die wir übersehen haben. Was gibt es hier aus diesem Saal zu berichten oder an Fragen zu stellen? Und ich würde Sie bitten, wenn Sie eine Frage stellen, stehen Sie kurz auf, sagen Sie in 3 Worten, wer Sie sind, und stellen Sie bitte eine kurze Frage, keine längere Vorlesung bitte. Das heißt aber nicht, dass Sie sich zu scheuen brauchen. Wer fängt an? Frau Dr. Mahler, die Gastgeberin. Und dann überlegt der Rest sich bitte sehr schon eine Frage für danach. Genau. Um den Saal mal warm zu machen, stelle ich mal die erste Frage. Wir haben heute Morgen, einige von Ihnen waren ja schon dabei, auch über das Thema Deutschland und der Vergleich mit der internationale Vergleich. Wo würden Sie denn den deutschen Finanzplatz im internationalen Vergleich sehen, wenn es um nachhaltige Finanzen geht? Wer möchte antworten? Wir nehmen erstmal Frage für Frage und danach vielleicht, wenn es noch kommt, mehr Fragen gleichzeitig. Der deutsche Finanzplatz. Also im internationalen Vergleich, jetzt fange ich da mal an. Also Frankreich ist sicherlich weiter als wir. Ich würde nicht über das Thema Atomenergie rauf oder rein reden, aber ja, die sind mindestens 2 Jahre weiter als wir. Sie haben schon 2017 mit diesem über das Energiewendegesetz, was Sie hatten, das Disclosure für Banken, für Asset Manager gefordert zum Thema Nachhaltigkeit. Da sind wir noch nicht, darüber diskutieren wir noch. Sie haben auch grüne Anleihen, Staatsanleihen aufgelegt. Da wird sich ja die immer bestimmt auch demnächst irgendwann mal zeigen. Aber ich würde mal sagen, da ist die Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit, weil eben alle gefordert sind, schon zu disclosen und zu reporten, eine ganz andere als derzeit hier in Deutschland. Ich würde mal sagen, 2 Jahre. Mhm. Ich kann es aus der Schweiz eben, ich lebe ja in der Schweiz zurzeit. Es ist schon so, dass die Schweiz ähnlich und parallel zu Deutschland den Atomausstieg entschieden hat. Aber die Schweiz hat aufgrund ihrer Topografie, aufgrund der Tatsache, dass sie eine deutlich stärker auf Wasserkraft basierenden Energiemix haben, es sehr früh geschafft,
Richtung Nachhaltigkeit und 100% Renewable Electricity sich umzustellen. Das heißt, wir haben einen Fonds, den wir sehr früh aufgelegt haben, Swiss Clean Energy Fonds heißt das Ganze, und sie bedienen immer beide Seiten der Bilanz. Das heißt, wir geben vergünstigte Kredite, Finanzierungen an Unternehmen, die in nachhaltige Energiegewinnung investieren. Und wir packen das Ganze in Anlageprodukte, in die unsere Kunden, gerade auch die Schweizer Kunden, die ein ökologisches und ein energiewirtschaftliches Investitionsinteresse haben, dann besonders in diesen Energiefonds investieren. Und was Philipp vorher sagte, ist absolut richtig. Grün und nachhaltig geht nicht zulasten der Rentabilität. Diese Fonds haben eine Rentabilität, die normalen Fonds in nichts nachsteht. Mehr Bilder zum deutschen Finanzplatz, Meinung? Ich glaube einfach Klarheit über die Energiepolitik per se. Da gibt es natürlich gerade aus dem Ausland schon noch große Fragezeichen, wie das genau funktionieren soll ohne Atomenergie. Kohle noch ein wichtiges Thema. Wie man diesen Wandel wirklich hinkriegt, realistisch. Und zweitens glaube ich ganz zentral, dass das letztlich ja eine europäische Energiepolitik sein muss. Eine nationale Energiepolitik heute im Kontext von Europa macht ja eigentlich keinen Sinn. Und das wurde ja schon verschiedentlich angesprochen, die Differenzen hier zu Frankreich, die müssen irgendwie bereinigt werden. Das scheint mir nicht ganz einfach zu sein, von außen betrachtet, politisch gesehen. Aber wenn das nicht kommt, dann ist es natürlich sehr kompliziert von den Rahmenbedingungen her. Und der Staat letztlich muss ja die Rahmenbedingungen klar setzen, damit die Privatwirtschaft dann wirklich auch entsprechend handeln kann. Also ich glaube, so je schneller wir hier eine Lösung, Klarheit kriegen über was ist eigentlich wirklich die deutsche langfristige Energiepolitik, auch was nuklear angeht, wie soll das funktionieren, die Wende, und wie kriegt man einen europäischen Konsens hin, was eigentlich nachhaltig ist, beziehungsweise was nicht. Das scheint mir ein ganz wichtiges Kriterium zu sein. Hm. Ja, wo gibt es unter Umständen wirklich Länder oder Regionen, die schon voraus sind im Vergleich zu Deutschland? Frankreich ist schon genannt mit Artikel 173. Das ist genau das Beispiel mit eben Reporting, wie man es wahrscheinlich gut machen kann. Man kann aber natürlich auch gern Kalifornien nennen. San Francisco ist schon mal erwähnt worden, die Fed, wo die steht, aber auch dort wieder, was die Reporting-Anforderungen sind, aber auch, was das ganze Umfeld ist für insbesondere Investoren. Das ist eben ein Umfeld, das eben durchaus auch sehr intensive Diskussionen erlaubt, bis hin in zum Beispiel sowas wie Kompensationssysteme für einzelne Mitarbeiter. Es gibt einige von großen Asset-Ownern in Kalifornien, wo eben wirklich auch schon vergütet wird nach Budgets, nach CO2-Budgets als eine Komponente des Steuerns. Und da würde ich sagen, hier sieht man schon einen relativ großen Unterschied zu dem, was man in Deutschland heute schon hat. Also da gibt es, glaube ich, gute Beispiele, die man nutzen kann. Meine Damen und Herren, inzwischen haben Sie sich sicherlich etliche neue Fragen überlegen können. Es wurde übrigens mehrmals in allen Gesprächen eigentlich heute, natürlich auch die jüngere Generation, zu der ich mich auch sehr gerne zähle, angesprochen. Ich habe hier etliche 20er, 30er rumlaufen sehen. Bitte regen Sie sich, scheuen Sie sich nicht, hier die weisen Herren und Damen anzusprechen. Ah, so langsam werden Sie wach, sehr gut. Vielleicht einmal hier vorne rechts. Hier, ja. Und sagen Sie kurz, wer Sie sind, und eine kurze, knappe Frage. Ja, Jobst von Heuning-Hühne, Econext. Ich habe eine Frage an die Gastgeberin. Wenn man den Anspruch hat, führend zu sein bei diesem Thema als sozusagen deutscher Standort, wie kann man es sich leisten, nicht verpflichtend von den regulierten Banken einzufordern, dass dieser blinde Fleck in der Kreditanalyse geschlossen wird? Wir haben Herrn Weidmann gehört, der gesagt hat, 2/3 der deutschen Banken, der mittleren und der kleineren Banken, haben keine Ahnung, was sie für ein Exposure haben in Bezug auf Klima. Das andere Drittel behauptet, dass sie da dran sind. Wann kommt denn die Verpflichtung der Aufseher, dass die Banken letztendlich eine Meinung entwickeln diesbezüglich? Mikrofon ist noch aus, hier vorne. Ja. So. Der Herr Weidmann hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir hier noch ein bisschen offensichtlich Nachholbedarf bei den deutschen Banken haben. Aber wir haben ja mit Bedacht genau diese
Umfrage auch gestellt, weil für uns in der Bankenaufsicht, wir machen die ja in Deutschland zusammen, BaFin und Bundesbank, uns das Thema Klimawandel und gerade Klimarisiko als finanzielles Risiko von großer Bedeutung ist. Und es klang heute Morgen auch an, die BaFin hat ja vor ungefähr 4 Wochen ein sehr umfangreiches Merkblatt herausgegeben, wo sehr genau erklärt ist, was die Erwartungshaltung der deutschen Bankenaufsicht ist gerade in Bezug auf Risikomanagement hin mit Blick auf Klimarisiken, aber nicht nur das. Und insofern, es gibt ja aktuell regulatorische Einfallstouren, worüber auch dieses Risiko mit abgedeckt wird. Und wir haben in der Bankenaufsicht natürlich auch dieses Risiko im Blick. Aber es ist auch bei uns Bankenaufseher und Zentralbanken so, dass auch wir Know-how erstmal aufbauen müssen. Und insofern würde es auch heute und hier jetzt keinen Sinn machen, Maßstäbe anzulegen, von denen wir noch nicht ganz klar wissen und die Daten noch nicht haben, ist das der richtige Maßstab? Aber wir sind ganz genau auf diesem Weg, genau diese Maßstäbe auch zu eruieren und festzulegen. Wenn ich noch dazufügen darf, ich glaube, es wird auch unterstützenden Druck der Aktionäre geben, weil, es wurde erwähnt, TCFD ist ein mögliches Framework, SASB ist ein anderes. Die sind vielleicht nicht perfekt, die werden sich auch weiterentwickeln, aber die gibt es bereits. Das heißt, es ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bevor die Aktionäre, die großen Aktionäre oder die großen Aktionärspools diese Informationen auch verlangen werden, diese Transparenz. Und ansonsten, wenn das nicht über eine gewisse Zeit gemacht wird, geliefert wird, dann über das Stimmrecht praktisch Druck machen. Ich bin überzeugt, das ist nur eine Frage der Zeit. Insofern haben wir hier wie zwei Kräfte. Eine Kraft, die kommt von oben über die Regulierung her, aber unabhängig davon kommt auch eine Kraft von unten her über die Aktionäre. Und je mehr wir diese Standards, TCFD ist ein sehr gutes Beispiel, je mehr die eigentlich glaubhaft wirksam sind, je robuster die Daten dahinter sind, und da haben wir enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, desto rascher wird dieser Druck von Aktionärseite her kommen. Also ich denke, in 2 Jahren wird sich diese Frage irgendwie gar nicht mehr stellen, weil wenn man das nicht macht, dann hat man nachher die Probleme bei der Stimmabgabe der Aktionäre. 2 Jahre, das Tempo scheint hereinzukommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie hier keine Meinung zu dem Thema haben, diese Frage der Lücke. Sie haben ja was Besonderes gefragt, war ja jetzt nicht eine generelle Frage. Bewegt sich der Finanzsektor, sind die Investoren, die in gelistete Unternehmen wie Banken, wie unsere oder die anderen hier auf dem Panel investieren, gibt es da genügend Druck und genügend Bewegung? Sie haben konkret gefragt nach Teilen des deutschen Finanzsektors. Diese Teile des deutschen Finanzsektors sind in öffentlicher Hand, teilweise bei den Kommunen, und es liegt meines Erachtens Eigentum verpflichtet relativ nahe, dass die öffentliche Hand und diejenigen, die hier kommunale Besitzer sind, ihren Kreditinstituten hier mehr Transparenz abverlangen. Übrigens glaube ich, Deutschland, wenn Sie sich anschauen, wie Deutschland sich bewegt, auch auf der kommunalen Ebene, sehr viele Kommunen in den letzten Wahlen sind sehr stark Richtung Grün gegangen. Ich glaube, gerade die deutschen Kommunen machen sehr viel auch in Bezug auf mehr Grün in unsere Kommunen hineinzubringen. Und vieles davon wird eben auch über kommunale Kreditinstitute und öffentlich-rechtliche Banken finanziert. Das heißt, man muss die Zahlen auf den Tisch legen, man muss es zeigen. Ich glaube nicht unbedingt, dass hier man den Anfangsverdacht haben muss, das muss jetzt eine Zwangsregulierung werden und sie schaffen damit Basel V, sondern ich glaube, hier ist schon mehr passiert. Man muss die Transparenz herstellen, und ich glaube, Transparenz ist in diesem Bereich wichtig. Man muss wissen, wo diese Exposures liegen. Deswegen bin ich absolut dafür, dass man Transparenz herstellt. Ich würde nur etwas davor warnen, damit gleich sozusagen den nächsten Schritt zu verbinden, dass das wieder eine regulatorische Initiative wird. Regulierung ist immer dann gefordert, wenn Transparenz aus Eigeninteresse nicht stattfindet. Und ich glaube, dass wir gerade in diesem Bereich sehr viel Potenzial haben für freiwillige Disclosures, für wirklich mutige Schritte in diese Richtung zu gehen, weil die Bürgerinnen und Bürger verlangen genau diese Schritte. Also hier gibt es keine Inkongruenz zwischen den Interessen derjenigen in den Kommunen, in den Ländern, im Bund, die diese Bewegung sehen wollen als Wähler und Wählerinnen, und den Kreditinstituten, die hier ein Exposure dann vielleicht haben.
Vielleicht nochmal aus der Praxis. Es ist nicht so einfach, diese Themen wirklich in einen Kreditanalyseprozess einzubeziehen. Also würde ich jetzt mal sagen, wir haben jetzt ja seit 2004 Erfahrung damit und das ist also ein längerer Prozess. Wir verlangen den Kunden ja sehr viel ab, die wir da befragen. Ja, wir fragen ja nicht nur ab, welche Risiken hast du und sind sie groß oder klein, sondern tatsächlich, welche Policy haben sie zum Thema CO2? Wenn ja, wenn sie noch keine Policy haben, wann werden sie eine einführen? Wenn sie eine Policy haben, wann werden sie disclosen? Wenn sie noch nicht geplant haben, wann werden sie darüber entscheiden zu disclosen? Das ist natürlich etwas, und sonst kriegen sie keinen Kredit, Klammer auf, Klammer zu. Ja? Das ist dann so diese, oder zumindest ist das dann ein starker Risikofaktor dann aus unserer Sicht. Das heißt, in dem Moment, in dem die Banken im Kreditanalyseprozess, und ich glaube, darauf zielen sie ja so ein bisschen ab, wirklich das integriert in ihre Kreditanalyse ein und in den Dialog mit dem zu finanzierenden Unternehmen einbeziehen, passiert auch was, weil wir einfach Dinge einfordern. Ja, aber es ist natürlich nicht einfach danach, dann haben Sie irgendwelche Daten, das dann zu modellieren. Und wir alle tun uns sehr schwer, und ich glaube, Herr Sewing hat es gesagt und Herr Weidmann ja eigentlich auch, nachhaltig heißt da noch nicht risikoarm. Ja, also wenn wir sagen, ne, wir haben gewisse Solarunternehmen oder Windkraftunternehmen, die leider auch pleite gegangen sind oder zumindest kurz davor waren. Das heißt, da hat jeder Risikomanager in der Bank alle seine Erfahrungen mitgemacht. Deswegen ist es nicht so einfach, das zu modellieren. Und wenn Sie versuchen, und wir versuchen gerade mit dem MIT eine Studie aufzusetzen, tatsächlich längerfristig global, ob man sagen kann, dass nachhaltige Unternehmen tatsächlich risikoärmer sind, was die Ausfallwahrscheinlichkeit angeht. Das ist nicht so trivial. Da kommen nicht so eindeutige Themen raus. Wir haben es auf der Anlageseite einfacher, glaube ich. Wenn man in einen Green Bond investiert, haben wir derzeit eine andere Investorenstruktur, die ist mehr Buy and Hold. Wir haben eine überzeichnete Nachfrage, das heißt, da haben Sie eine höhere Platzierungssicherheit und Sie haben für den Fall, dass es Volatilität am Markt gibt, wahrscheinlich weniger volatile Credit Spreads. Da kann man sagen, das ist sicherer und wahrscheinlich dann auch ausfallsicherer nach vorne, weil die Risikomodelle oder die Geschäftsmodelle betrachtet sind, aber für eine Bank im Kreditrisiko ist es nicht trivial. Aber das wurde ja schon wunderbar konkret. Vielen Dank dafür. Da waren noch mehr Fragen gerade eben. Heben Sie noch einmal die Hand. Das werde hier geblendet, von daher vergeben Sie mir da hinten eine Frage an der Säule, bitte, das Mikrofon. Ja, danke. Christoph Klein von ESG Portfolio Management. Ich habe eine Frage an die Politik und die Regulierer. Warum fällt es so schwer, zum Beispiel das FNG-Siegel hochzuheben? Das könnte es den Privatkunden und den Privatkundenberatern erheblich erleichtern, zu sehen, was ist wirklich grün oder dunkelgrün. In Österreich geht das mit dem Umweltzeichen schon sehr gut und in Skandinavien mit dem Swan. Wenn man die drei zusammenführt, hätte man doch einen fantastischen europäischen Standard. Woran fehlt es hier? Wir haben hier keine Politik auf der Bühne, aber vielleicht, was die Umsetzung betrifft, gibt es dazu Meinungen? Wir haben Österreich auf der Bühne, das stimmt. Ich glaube, es führt einfach wieder auf genau auf die Diskussion zurück, die wir schon davor hatten. Das sind sehr gute Beispiele. Wozu man sich durchringen muss, ist, dass man den Prozess anstrengt, der diese verschiedenen Beispiele zusammenführt, um dann eben zu einem Standard zu kommen. Das kann durchaus sein, dass man eben eines dieser Beispiele nimmt und hochhebt, so wie Sie sagen, oder das kann durchaus sein, dass man eben wirklich vergleichend tätig wird. Aber genau dieser Prozess, der scheint politisch in der Tat ein klein wenig schwierig zu sein. Für mindestens uns wäre das ein Prozess, den wir sehr, sehr gern sehr unterstützen würden, aus den schon bereits mehrfach genannten Gründen. Es ist natürlich, ich meine, das ist dann ein sehr undifferenziertes Rating. Es ist letztendlich eine Ampel, grün, nicht grün. Es gibt viel stärker differenzierte Regeln. Ich glaube, das brauchen wir auch. Sie haben hellgrün und dunkelgrün erwähnt. Was wir eigentlich haben, zum Beispiel beim Dow Jones Sustainability Index, bei dem, was Robeco Sun macht, sie treffen nicht eine 0-1-Entscheidung, sondern sie gehen sehr tief in das Disclosure, in das Accounting, in das Integrated Accounting rein und raten Unternehmen für solche Indizes. Und dann ist eben die Inclusion, also das Einschließen in einen bestimmten Nachhaltigkeitsindex, ist dann genau das, was sie eigentlich erreichen. Und sie können dann in diesem Index investieren in eine Vielzahl von Unternehmen. Uns nützt ja als Investoren bei vielen Asset Managern jetzt nichts,
nicht so sehr zu wissen, ist ein Unternehmen grün oder nicht, sondern wir müssen differenzierte Produkte zusammenstellen, in denen die Differenzierung selbst eine gewisse Risikostreuung beinhaltet. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir solche Ratings bekommen, generell in einer großen Dimension, großen Anzahl von Dimensionen, bei denen wir dann unsere Produkte verwenden können. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das, was jeder in der Vermögensverwaltung kennt, ist so das Basisprodukt eines gemischten Fonds aus festverzinslichen und Aktien. Genau dort ist es wichtig, dass wir grüne Bonds und grüne Aktien in so einem Index drin haben und dass es verschiedene Indizes gibt, die wir dann über eine entsprechende Risikomischung in diesen Produkten dann in Portfolien der Kunden reingeben können. Also das, was Sie sagen, ist absolut wahr. Es müsste schon längst einen europäischen Standard, ein Gütesiegel geben. Das hindert aber nicht dieses Gütesiegel, dass es eine viel differenziertere Betrachtung der Strategie auch von Unternehmen geben muss. Ich bin auch gerne bereit, in Unternehmen zu investieren, die zurzeit borderline sind, die aber eine ganz klare Nachhaltigkeitsstrategie haben und die in den nächsten 5 bis 10 Jahren finanzieren wollen, weil dann können wir die Transition der Wirtschaft von nicht grün in grün realisieren, weil wir eben investieren in einen Zeitplan und in eine Geschäftsstrategie, die Nachhaltigkeit und den Ausbau der Nachhaltigkeit zum Gegenstand hat. Also das, was Sie sagen, ist unbenommen, aber ich glaube, wir können da nicht aufhören, wir müssen viel weitergehen. Und in der Tat wird ja in Europa im Moment daran gearbeitet, auch wenn das vielleicht eine Rot-Grün-An-Aus-Definition werden könnte. Es gab noch mehr Fragen. Bitte. Einmal die Dame, junge Dame vorne in der Mitte, bitte. Riegelstein ist mein Name von Freiburg International Academy. Ich wollte fragen, inwiefern die Investoren ihren Einfluss nutzen, um Politiker von Entwicklungsländern zum Handeln zu bewegen, sagen wir mal Bolsonaro in Brasilien. Eine sehr spezielle Frage an die Asset Manager, denke ich. Ja, soweit wir können, ist die kurze Antwort da. Das ist nicht ganz so einfach. Wiederum, ich glaube, man muss, wie Christian Sewing das heute gesagt hat, dass wir Zeit brauchen. Ich glaube, die Macht des Kapitals im positiven Sinne wie im negativen Sinne ist sehr groß. Das haben wir jetzt 10 Jahre lang im negativen Sinne erlebt. Ich glaube, wenn es uns gelingt, die Kapitalflüsse dahin zu lenken, wo Nachhaltigkeit gelebt wird und von da weg, wo es eben nicht gelebt wird, dann ist das wahrscheinlich der stärkste Anreiz, den wir überhaupt generieren können. Wir leben in einer Welt von souveränen Staaten. Da ist es kompliziert, direkt Einfluss zu nehmen. Das haben wir jetzt gesehen, auch politisch. Aber ich glaube, mittelfristig, langfristig gesehen, wenn wir die Kapitalflüsse so Richtung nachhaltiges Handeln lenken können, auch über Innovation bei neuen Produkten, dann wird das zwar nicht ganz kurzfristig Ihre Frage beantworten, aber langfristig die Anreize, glaube ich, werden sehr stark wirken. Wir haben sicher noch Zeit für eine letzte Frage. Einmal weiter hinten im Saal, mittig. Ja, das Mikrofon kommt, ja. Ja, Björn Jakob Treutler von der Deutschen Pfandbriefbank. Meine Frage geht zur Bepreisung von nachhaltigen Anlageprodukten. Dr. Hildebrand und auch Professor Weber hatten das angesprochen. Inwiefern ist es überhaupt sachgerecht, dass nachhaltige Anlageprodukte ähnlich bepreist sind wie herkömmliche? Einerseits könnte der Mangel an Erfahrungswerten mit neuen Technologien dafür sprechen, dass höhere Risikoprämien eingepreist werden müssen. Andererseits könnte die Herstellung nachhaltiger Anlageprodukte aufgrund zum Beispiel Reporting und anderer Vorschriften mit höheren Produktionskosten dafür sprechen, dass die Preise andere sind. Da würde ich gerne nachhaken. Wieso ist es sachgerecht, dass diese ähnlich bepreist sind wie herkömmliche Produkte? Wer fühlt sich angesprochen? Ich glaube, das Wichtigste, woran wir arbeiten müssen, ist nicht so sehr, wie sind die zurzeit bepreist, weil zurzeit kriegen sie diese Produkte am Markt nur unter, wenn sie eine ähnliche Rendite abwerfen wie andere. Deswegen ist es ein Arbitrage-Thema. Sie müssen sie so bepreisen, damit sie bringen. Aber ich glaube, langfristig, wenn wir die Märkte entwickeln, wenn wir tiefere, liquidere Primärmärkte entwickeln in grünen Anleihen, wenn wir Derivatemärkte entwickeln, die es erlauben, aus solchen Anlagen, ähnlich wie bei Standardanlagen, sich zu verabschieden und letztendlich eine Sekundärmarktliquidität entsteht. Wenn Sie hedgen können, gewisse Exposures, Sie müssen die komplette Finanzmarktinfrastruktur, das komplette Financial Plumbing
was es an den Märkten gibt, von den primären Märkten in diese nach wie vor sich sehr stark im Nischenbereich entwickelnden Märkte übertragen, dann bin ich 100% überzeugt, dass für gleiche Marktliquidität, für gleiche Markttiefe und für ähnliche Sekundärmarktstrukturen diese Produkte eine deutlich bessere Rendite abwerfen werden als Produkte im Primärmarkt. Insbesondere dann, wenn Sie sagen, Sie machen eine risikoadjustierte 10- bis 15-jährige Betrachtung, ist gerade die viel höheren Risiken für nicht nachhaltige Investments werden absolut zum Preisnachteil werden für diese Produkte. Deswegen, ich glaube, zurzeit vergleichen wir hier noch Äpfel und Birnen. Ein Markt, der sich noch sehr stark im Nischenbereich entwickelt, der ersten Financial Mainstreaming erfahren muss, mit einem Markt, der schon über viele, viele Jahre Mainstream Financial ist. Also ich glaube, da dürfen wir die Preisunterschiede nicht so sehr jetzt wirklich mit den Produkteigenschaften in Verbindung bringen, sondern eher mit der Marktinfrastruktur, die nach wie vor nicht zugunsten dieser grünen Investments vorhanden ist, die viel zu wenig Tiefgang hat, viel zu wenig Breite und viel zu wenig Derivate. Nur ganz kurz noch ein Punkt der Struktur, natürlich, wie Axel das richtig sagt, ist, dass die Indizes immer noch sehr, sehr wichtig und dominant sind. Im Moment orientiert sich ja immer noch die ganze Industrie an diesen Indizes, insbesondere MSCI. Und solange das der Fall ist, kann man zwar davon abweichen, aber eben dann doch nur begrenzt. Und somit ist es auch eigentlich ökonomisch nachvollziehbar, weshalb bis jetzt die Preisunterschiede nicht so groß sind. Ich glaube, eine der großen, dass wir kommen, Erneuerungen der Finanzstruktur, wie Axel das sagt, wird auch sein, wie weit können die großen Indexanbieter wirklich sich bewegen und viel innovativere Indizes generieren, die dann eben deutlich abweichen von den Standardindizes. Und wenn sie das nicht tun, wann kommen dann beispielsweise die Asset Manager selber und sagen, okay, wenn ihr nicht reagiert, dann könnten wir selber neue Indizes generieren. Das würde dann die Tür öffnen, praktisch auch deutlich wegzugehen von der Dominanz der MSCI-Indizes, insbesondere weltweit, die nach wie vor das Ganze natürlich sehr stark einschränken. Ja. Aber ich meine, nur um ein Beispiel zu hier ist noch interessant, wenn man versucht, heute ein ETF parallel herauszugeben, sagen ein europäischer Aktien-ETF oder ein amerikanischer oder ein globaler, und versucht, so weit wie möglich Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, aber eben dennoch irgendwo sich am MSCI-Index zu orientieren, dann kommt man irgendwo auf einen Punkt, wo man Größenordnung 30% CO2-Emissionen reduzieren kann und auch noch gewissen Uplift generieren kann bei anderen ESG-Faktoren. Wenn man dann weitergeht, dann kann man das eigentlich nicht mehr im Rahmen des aktuellen der Indizes anbieten. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Finanzmarktinfrastruktur, die Axel erwähnt hat, wie sich die Indexanbieter über die Zeit dann bewegen werden. Ich glaube, das Offensichtlichste ist, wenn der Emissionshandel, gerade der Carbon-Emissionshandel, wenn es dort Preise gibt, die sind ja positiv. Also diese Anleihen müssen Sie mit einem positiven Preis kaufen, wenn Sie Ihren globalen Nachhaltigkeitsfingerdruck verbessern müssen. Dann ist es doch vollkommen klar, für ein ansonsten vollkommen identisches Produkt muss das grüne Produkt eine höhere Rendite haben, die genau diese Emissionskosten dieses im Prinzip in Isolation gehandelten Verschmutzungszertifikates widerspiegeln. Das heißt, wäre die Marktinfrastruktur und die Produkte dasselbe, hätten diese Anleihen eine deutlich höhere Rendite, die genau proportional wäre zu eben diesen Emissionsrechten, die ja separat gehandelt werden. Und ich glaube, diese Märkte müssen sich erst noch entwickeln, aber sie werden ein viel volleres Bepreisungsbild geben. Vielleicht noch aus der Emittentensicht, Entschuldigung, es ist sicherlich mehr Aufwand, etwas Grünes zu emittieren oder einen grünen Kredit zu machen, indem man dann hinten gezwungen ist, dass die Supply Chain zum Beispiel wiederum gerenkt ist. Das sind sehr indirekte und langfristige Effekte, weshalb die Emittenten dieses Thema oftmals auch auf sich nehmen, weil sie nämlich sagen, letztlich arbeite ich an meinem eigenen Rating, nämlich ein ESG-Rating, was ja auch kommt sozusagen, neben dem Credit-Rating kommt das ESG-Rating immer weiter, und wenn das ESG-Rating besser ist, habe ich da längerfristig einfach Finanzierungsvorteile. Denn wir müssen einfach sehen, wenn Unternehmen das nicht machen, wenn sie sich nicht auf diesen Weg begeben werden, werden sie auf relativ kurze Sicht aus meiner, kommt darauf an natürlich, wie schnell der Regulierer arbeitet, aber auf relativ kurze Sicht einfach höhere Finanzierungskosten haben, wenn sie es nicht tun.
Und ihre License to operate wird vielleicht sowieso noch einkassiert werden. Also diese Risiken, mit denen sind die Unternehmen konfrontiert. Und wir müssen wirklich sagen, es ist ein langer Weg, es ist ein schwieriger Weg, aber wir müssen da mal wirklich anfangen und nicht mehr nur drüber reden. Das ist hier ein guter Anfang, aber ich glaube, wir unterschätzen, was draußen noch zu tun ist.